So, nächste Folge ist jetzt. Weiter geht's. Wir sind immer noch in dieser mysteriösen Welt. Aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Bitte was? Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Mit Ansage ist das der Elderstab. Eine Nachbildung ist bei mir übrigens in meinem Zockerzimmer. Also ich habe tatsächlich den Elderstab damals gekauft. Ich war zu meinem Geburtstag im Mai war ich in Berlin mit meiner Freundin und erzähle ich euch die kurz. Ich war bei meinem Geburtstag war ich mit meiner Freundin in Berlin. Wir hatten im Internet einen Laden gefunden, der nennt sich Sieben Königslande. Der ist so eine Seitengasse. Müssen wir mal googeln, müssen wir mal bei Instagram suchen oder Facebook. Und die haben tatsächlich Zauberstäbe gehabt. Und ich habe mir da tatsächlich eine Nachbildung von dem Elderstab geholt mit einem Gestell mit Slytherin. Sieht total toll aus. Wenn ihr Fotos haben wollt, müsst ihr eigentlich bei mir nochmal im Instagram-Profil gucken, das auch auf meinem Kanal verlinkt ist. Nur so nebenbei. Weiter geht's. Kann ich ja nicht irgendwie, kann ich nicht. Ah, ich kann das jetzt nicht wegspringen. Kann ich die Talente nicht wegballern? Nee, kann ich nicht. Okay. Entschuldigung, ich bin kein Tierquäler. Ich wollte das nur mal gerade kurz ausprobieren. Hauptsache, ich bin für dich die Scheiße jetzt runtergefallen oder was? Oh krass, okay. Why not? Bombard. Ich werde jetzt wieder ein bisschen in den Kampf. Ich meine, werden wir eh nicht schaffen wahrscheinlich. Aufgabe zügig beendet. Wir sind über das Level 26. Das ist so geil, wir haben den Elderstab einfach mal. Also ich vermute, dass das ist, weil wir gesagt haben, Tarnung mal. Also natürlich erschütten. Da kriegst du noch eine hinterher.
Aufgabe erledigt. Na, ich denke mal, durch die Prüfung kann es sogar sein, dass wir komplett alles fertig kriegen. Während der Urlaubszeit. Für die Urlaubszeit. So, okay. Wo geht's weiter? Okay, da. Nicht. Ich glaube, so heißt es zumindest. Wenn ich würde es ausrufen. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Also die Aussprache jetzt vergessen. Mr. Big Toad! Tödlicher Schatz. Sagst du? Scheiße. Ja, hau doch mehr raus. Warte mal. Wow! Mit Bombarder kriegt das Ding effektiv behandelt. Jetzt kommt der Herr bestimmt mit Level 28, wa? Oder hast du noch mehr Gegner? Ja, natürlich hast du. Ja, mach ruhig! Jetzt war ich stehen, es war kalt hier.
So, jetzt habe ich noch einen mindestens. So, jetzt. Was für eine Nummer! Ich würde sagen, behaupten, dass der hier auf jeden Fall vor diesem Ding hier, vor dieser Prüfung der Endboss ist, der große Tod. Bestimmt in Level 28 und 29. Wir sind jetzt 26. Aber noch haben wir. Noch haben wir es. Haben wir relativ gute Vorteile. Jetzt fehlt es eigentlich nur noch der Stein der Stein der Toten? Stein der Lebenden? Oder Auferstehung? Warum, wieso, was war das jetzt? Der letzte, der Heiligtümer des Todes. Das macht natürlich extrem Sinn. Natürlich. Natürlich habe ich das. War mir fast klar. Heiligtümer des Todes. Den Umhang haben wir, den Elderstab und jetzt fehlt der Stein. Ich finde, das ist der Stein der Auferstehung, heißt er, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht mit 100% sicher. Ist natürlich jetzt eine Weile her, dass ich das letzte Mal Harry Potter geguckt habe. Ich müsste eigentlich mal wieder. So, schließe die Prüfung des Steins ab. Dann fehlt es also quasi nur noch der Stein. Eine Prüfung noch. Achso, okay. Ich dachte jetzt, wir müssen da jetzt irgendwie. Naja, machen wir doch. Neve. Arme Neve. Neve. Sie war noch so jung. Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Tage. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. So, komm mit. Erleben Neve Fitzgeralds Erinnerung. Aber es gibt kein Licht ohne. Aber ja, das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Nee, bis dann. Tschüss. Weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht immer auch tun. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind mittlerweile mit Neve unterwegs, Neve Fitzgerald. Wir haben jetzt. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Wir haben jetzt alle drei Heiligtümer des Todes, den Elderstab, den Tarnumhang und den Stein der Auferstehung. Nein, das ist nicht der Stein der Weisen. Aber wir gucken uns mal die Erinnerung jetzt an. Isidora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isidora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich.
tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Kehre zur Kartenkammer zurück. Wir sind schon durch. Dann würde ich ja sogar noch in die alte Folge ranhängen. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Hier, ich. Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war durchaus faszinierend. Es war zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien. Und dass sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts, als zu warten. So natürlich. Das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse? Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isadora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Hm. So, und damit ist die Prüfung von Neem Fitzgerald abgeschlossen. Ja. Und damit, liebe Leute, haben wir eigentlich erstmal nur noch drei weitere Sachen. Aber das sind Nebenquests. Aber wir kriegen gleich bestimmt noch, warte mal, wir kriegen bestimmt auch eine Hauptmission. Warte mal, ich muss ja gerade kurz gucken, wie die Talenten. Mit all teilweise ja, das nehmen wir.
umso mehr ich mich heilen kann, umso besser ist es. Gut. Naja, jetzt bin ich raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Deines Koboldfreundes nicht zu reagieren. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Und wahrscheinlich den letzten Fluch, der uns... Und wahrscheinlich den letzten Fluch dann mit Avada Kedavra. Der fehlt uns ja auch noch. Und dann sind wir durch. Ich bin raus heute. Wir sehen uns morgen wieder dann um 4. Tschüss.